Ich begrüße Sie herzlich hier in der Feldkirche zum heutigen Miriam-Sonntag. Vor 22 Jahren endete in unseren Kirchen die Dekade Kirche in Solidarität mit den Frauen, damit die Ziele, die damals angestrebt wurden, nicht in Vergessenheit geraten, wurde der Miriam-Sonntag eingeführt, den wir heute miteinander feiern wollen. Ziel des Miriam-Gottesdienstes ist es, an die gleichberechtigte Mitwirkung von Männern und Frauen in allen Bereichen der Kirche zu erinnern und auch in die Praxis umzusetzen. Das Thema des heutigen Gottesdienstes lautet Maria mitten unter uns. Maria, die Gottesmutter, den einen so nah, den anderen so fern. In diesem Gottesdienst wollen wir uns Maria annähern, wollen sie als Frau begreifen und auf die Suche gehen nach unseren persönlichen Geschichten. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, als Mann und Frau. Gott ist die Kraft, die immer wieder neues Leben schenkt. Im Namen Jesu, der die Gleichwertigkeit der Geschlechter gelebt hat, Jesus Christus hat Menschen Hoffnung gemacht, dass Fülle, Leben und gute Beziehungen möglich sind. Er fordert uns auf, das Leben zu wagen. Und wir feiern im Namen des Heiligen Geistes, der pfingstlich erneuernden Kraft, durch deren Zutun Maria schwanger wurde. In Gottes Geist finden wir Mut, Grenzen zu überwinden und über uns hinauszuwachsen. So ist unsere Hilfe bei Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der treu ist und nicht loslässt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit uns allen. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Lebendiger, so wie wir sind, stehen wir vor dir mit unserem Leben, mit unseren Geschichten von Mut und Verzweiflung, mit unseren Grenzen, mit unserer Sehnsucht, mit unserer Hoffnung und bitten dich, sei jetzt bei uns mit deinem befreienden Wort. Hilf uns zu vertrauen und Leben zu wagen. Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder, der mit dir und der Geistkraft lebt und Leben schafft, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott spricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Darum haben wir die Hoffnung, dass Gottes Feuer uns erneuert. Wir haben die Hoffnung, dass Gottes Geduld größer ist als unsere Trägheit. Wir haben die Hoffnung, dass der Geist Gottes uns befähigt, die Machtstrukturen dieser Welt zu ändern. Ich habe ein Glaubensbekenntnis gefunden, das zu unserem heutigen Gottesdienst passt. Ich glaube an Gott, der uns Männer und Frauen ins Leben gerufen hat und uns seine Schöpfung anvertraut hat. Und an Jesus Christus, Gottes Sohn von Maria geboren, der mit seinen Jüngern und Jüngerinnen lebte, der Menschen wieder aufrichtete, sie heilte und ihnen neues Leben gab, der verraten wurde von einem, der sein Freund war, der gelitten hat und in den Tod ging, begraben wurde und von Gott zurück ins Leben gerufen wurde. Von ihm wird der Ruf zum Leben an uns ergehen, an Lebende und Tote. Ich glaube an Gottes Geist, der uns lieben lässt, Vergebung stiftet, uns zur Einigkeit beruft und uns die Kraft schenkt, uns das Leben immer wieder neu zu erobern, bis es uns nach dem Tod neu geschenkt wird. Amen. Wir hören die Lesung aus Johannes 2 nach der Luther-Übersetzung. Das Besondere an dieser Lesung, an dieser Geschichte ist, dass das Ganze stattfindet, bevor Jesus überhaupt sein erstes Zeichen getan hat und Maria hat trotzdem ein solches Vertrauen in ihren Sohn. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.
Die zweite Lesung steht in Matthäus 12, die Verse 46 bis 50. Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder und Schwester und Mutter. Maria, mitten unter uns und auch in meinem Leben. Mein vollständiger Vorname lautet Monika Maria. Aha, werden Sie denken, sie ist katholisch. Richtig. In meiner Familie ist es bis heute üblich, einer Tochter zum Rufnamen den Namen der Patentante anzufügen. Und diese hieß in meinem Fall eben Maria. Sie war ein kleines, zartes, ewig kränkelndes Wesen, und so ist es nicht verwunderlich, dass meine Großeltern sich für den Namen Maria entschieden. Maria, die Mutter Gottes, sollte das Kind auf seinem Lebensweg beschützen. Selbst Jungen bekamen aus diesem Grund hier und da den Namen Maria als Zweitnamen angehangen. Denken Sie an Rainer Maria Rilke, den Lyriker, Karl Maria von Weber, den Komponisten. In vielen katholischen Familien, so auch in unserer, hat Maria einen festen Platz im Wohnbereich. Sie steht auf einem Eckregal und schaut mir den ganzen Tag bei meinen vielfältigen Arbeiten zu. Diese Maria begleitet mich schon seit meiner Kindheit
und wurde auf meine Bitte nach einem Marienaltärchen von meinem Vater für mich im Alter von 7 Jahren erworben. Sie entsprach damals nicht meiner kindlichen Vorstellung von einer Mutter Gottes. Mir schwebte da eher die kitschige Variante meiner Freundin Renate vor. Eine Plastikfigur mit Heiligenschein, blauem Gewand und süßlichem Lächeln. Wahrscheinlich ein Mitbringsel aus Lourdes. Wie gut, dass mein Vater weitblickend sich anders entschied. Vor 2 Jahren durfte ich eine Marienikone erstellen. Zuerst nur aus künstlerischem Aspekt gefertigt, empfinde ich nun viel mehr für dieses Bild. Es liegt mir fern, diese Gegenstände anzubeten oder zu verherrlichen. Es ist eher so, dass ein Gebet vor der Marienfigur oder vor der Ikone gesprochen, meinen Kontakt zu Gott intensiviert. Im Mai und Oktober besuchte ich regelmäßig an der Hand meiner Oma Mathilde die Rosenkranzandachten in der St. Laurentiuskirche in Leutesdorf. Gegrüßet seist du, Maria, ein Hauptbestandteil der Rosenkranzlitanei, konnte ich bereits als 4-Jährige auswendig, wobei sich mir der Sinn der Worte natürlich nicht erschloss. Ebenso, sehr zu meinem Vergnügen, ging es im Grundschulalter mehrfach mit der Oma auf Schiffswallfahrt zur schmerzhaften Mutter Gottes in das Kloster Bornhofen am Rhein. Ab dem 12. Lebensjahr sang ich viele Jahre in dem damaligen Kirchenchor Maria Königin in der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen in Neuwied. Dem Chornamen verpflichtet, zählt zu dessen Repertoire eine Vielzahl an Marienliedern. Lieder, die es in der protestantischen Chorliteratur in dieser Auswahl so nicht gibt. Warum Maria? Für meine Oma und viele andere Frauen in ihrem Freundeskreis war Maria die Bezugsperson, mit der sie Kontakt zu Gott aufnahmen. Nun werden sie denken, warum zu Maria beten, wenn ich mich direkt an Gott wenden kann? Sicherlich erheben Frauen die Gottesmutter nicht über Gott. Möglicherweise sehen sie aber in der Geschlechtsgenossin eine Person, die ihre Wünsche, Ängste und Leiden besser versteht. Denn Maria hat, für heutige Verhältnisse sehr jung, ein uneheliches Kind erwartet, weitere Kinder großgezogen, sowie ihren Mann und vielleicht mehr als nur ein Kind begraben müssen. Ihr berühmter Sohn hat sie mit Sicherheit trotz ihres großen Gottvertrauens oft auf eine Zerreißprobe gestellt. Das alles sind Dinge, die Maria zu einer Leidensgenossin und zu einer Versteherin der diversen Anliegen von Frauen macht. So auch für meine Oma und viele ihrer Freundinnen, die ihre Männer im Krieg verloren und ihre Kinder alleine großziehen mussten. Auch in der orthodoxen Kirche gehört Maria zu den Fürsprechenden der Menschen bei Gott. Zur Desis. Sie ist von Gott auserwählt, also etwas Besonderes. Sie ist trotzdem ganz Mensch, unsere Nöte nachempfinden zu können. Maria, mitten unter uns. Wir kennen sie seit Kindertagen von Bildern und Statuen, aus Liedern und Legenden. Ist sie uns wirklich vertraut geworden? Sie ist entschwunden. Sie verbirgt sich hinter Gips und Gold, hinter Kitsch und Brokat. Vielleicht haben wir sie nie gekannt, das Mädchen aus dem kleinen Nazareth, die Galiläerin in Bethlehem, die Jüdin in Ägypten. Sie hat erfahren, was Fremdsein bedeutet, geduldig sein, argwöhnisch beobachtet zu werden, als unverheiratete Frau ein Kind zu bekommen, vom Verlobten zunächst abgelehnt zu werden, 160 Kilometer zu Fuß und hochschwanger von Nazareth nach Bethlehem zu wandern, das Kind in einem Stall zu gebären. Mit dem Kind muss sie auf die Flucht nach Ägypten,
Der pubertierende Sohn macht ihr Sorgen. Die Eltern müssen ihn suchen. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Der erwachsene Sohn baut eine Mauer zwischen sich und die Mutter. Sie will ihn zu seinem eigenen Schutz in die Familie zurückholen, aber er lässt nicht zu, dass sie seinen Lebensweg durchkreuzt. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Sie steht als Fremde draußen, außerhalb seines Kreises und muss hören, die den Willen tun meines Vaters im Himmel, die sind mir Mutter, Brüder und Schwestern. Sie steht unter dem Kreuz und muss das Sterben ihres Sohnes mit ansehen. Ist das die Samtmantel tragende Himmelskönigin? Verkörpert sie für viele Frauen und Männer die weibliche Seite Gottes? Papst Paul war ein großer Marienverehrer. Er wuchs ohne Mutter auf. Ist uns über Jahrhunderte nur der männlich strafende, kriegsführende Gott verkündet worden und Maria war der weibliche, sanfte Ersatz? Das ist meine Maria, die niedrige Magd. Diesen Titel gibt Beate Heinen ihrem Bild. Nein, ich möchte Maria nicht als niedrige Magd. Dafür hat sie zu Großes vollbracht. Ich möchte Maria als selbstbewusste junge Frau. Und ich schaue ihr ins Gesicht. Ja, doch. Diese Maria ist mir näher als eine Brokatmantel tragende Himmelskönigin. Sie ist die Maria mitten unter uns. Aber Putzeimer und Lappen, Symbole des Alltags, es könnten auch Staubsauger, Bügelbrett oder Wäschekorb sein, ein überfüllter Schreibtisch oder ein Krankenbett, eine Schulklasse oder. Helles Licht von draußen fällt durch einen schmalen Spalt der Tür. Der Engel draußen vor der Tür lässt sich nur ahnen. Die Türklinke ist heruntergedrückt. Der Engel wird mit dem Zuspruch kommen: Fürchte dich nicht. Die Geistkraft Gottes wird über dich kommen. Die Geistkraft Gottes wird dich begleiten und stärken in deinem Alltag. Sie wird dir Kraft geben, dass Neues entstehen kann. Denn Göttliches wächst in Maria. Nur solchen Menschen ist es gegeben, den Engel zu schauen. Menschen, die mit Gott rechnen. Ich wünsche uns, dass wir uns wie Maria auf die Begegnung mit dem Göttlichen in unserem Leben einlassen. Denn Gott kommt auch in unseren Alltag. Zu uns Marias mit seinem Fürchte dich nicht und seiner Zusage, die Geistkraft Gottes wird dich begleiten. Da verließ sie der Engel, lesen wir in der Ankündigung. Doch Gott hat Maria in Höhen und Tiefen begleitet. Und wenn wir meinen, von allen Engeln verlassen zu sein, er ist da und traut uns viel zu. Und deshalb können wir mit der von Gott angesehenen Maria singen: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.
Seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Amen. Wir wollen Fürbitte halten. Gott, wir danken dir, dass du uns heute anregende Gedanken gegeben hast. Unser Zusammensein in deinem Namen hat uns gestärkt und wir können mutig in den neuen Tag gehen. Wir bitten dich um mehr glaubende, vertrauende, hoffnungstragende Frauen und Männer in unserer Umgebung und auch an vielen Orten dieser Welt. Guter Gott, Maria ahnte, dass ihr Kind alles verändern wird. Sie war guter Hoffnung. Wir trauen uns kaum zu singen wie Maria von Gottes Umsturz, von Gottes Erbarmen. Zu sicher sind wir, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, geordnet in oben und unten. Wir bitten dich, dass in Gottes Verheißungen mehr Glauben als den gnadenlosen Machtstrukturen. Dass Christus in uns geboren wird und wir gute Hoffnung werden. Mach uns Mut, unsere Stimmen zu erheben für die, die selbst zu schwach sind oder keine Stimme haben, und gib uns Mitgefühl und Kraft zu helfen, wo wir gebraucht werden. Wir bitten, dass wir in unserer Kirche lernen, uns auf das Wesentliche zu besinnen, wie es Maria getan hat. Lass uns offen sein, wie Maria offen war. Sie hat dein Wort gehört und ihm Raum in ihrem Leben gegeben. Dein Wort verändert das Leben. Gott, lass uns so lebendig sein, wie Maria lebendig war. Sie hat sich ihr eigenes Urteil gebildet. Sie hat sich für dich entschieden. Dein Wort schenkt Freiheit. Gott, lass uns so beweglich sein, wie Maria beweglich war. Dein Wort vom Leben hat sie umgetrieben und nicht mehr losgelassen. Dein Wort gibt Hoffnung. Und gemeinsam beten wir, wie Jesu uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und deshalb können wir mit der von Gott angesehenen Maria singen: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Amen. Wir gehen mit Gottes Segen in diesen Tag und in die kommende Woche. Gottes Kraft stärke, was in dir wachsen will. Sie entzünde in dir täglich neu deinen Mut und deine Lebenslust, damit du aus deiner Lebendigkeit heraus deine Fähigkeiten entwickeln kannst. Gott stärke dich, Grenzen zu überwinden, Leben zu wagen und ganz du selbst zu sein. Gott schenke dir, was für dich heilsam ist, und schütze, was dich lebendig macht. So segne dich euch alle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Musik.